Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zu hier Dingsbums und so. Ja, mit Tutut und allen möglichen Gedöns. So, jetzt setze ich mich hier hin. Was da? Okay, jetzt muss ich mal gucken. Und zwar müssen wir das haben. So. Passengers, White Depot und Ella Station. Ich muss ja beide anfahren. Jetzt und dann gleich unten nochmal. Falscher Knopf. So. Orders. Zehn reicht erstmal. Gucken, ob er halt. Hello. Ob er hier anhält an der Station. Station Stop. Weiter Depot. Dann müsste alles funktionieren. Erster Gemisch dazu. Wunderbar. Also das klappt ja. Glaube ich. Kann das sein, dass die Brücke da irgendwie ein Stück fehlt? Sieht so aus, ne? Stück Brücke fehlt. Wie lustig. Naja, gut, okay. Dann soll das so sein. Ich hoffe, der kriegt das gebremst. Seht ihr, was ich meine? Wie langsam der Druck aufbaut nach hinten. Und wenn er weg tut auch, dass er hinten langsam verschwindet. Na, ja, einmal hupen, um einsteigen. Jetzt. Sind die überhaupt Leute? Ja. Zeigt aber keiner ein. Doch. Ja, dauert immer ein bisschen. Ja, früher waren die nicht so schnell, ne? Das war alles mehr entspannt. Nicht so hektisch wie heute. Sehen wir dann auch 16. 15 hat er gesagt, ne? Ja, das kann er mehr. Einen kurzen Aufenthalt. Dann geht's los. Uah. Zurzeit habe ich auch 8-mal. Sonst lohnt sich das nicht. Und wir fahren ab. Tja. Kann es sein, dass das nicht so flott geht? Ja, das kann sein. Genau das fehlt mir. Jetzt überlegt mal. Ich könnte schön einen Zug losschicken, da und dahin. Den einstellen, der soll so und so schnell fahren. Und dann fährt er hoch zur Kohlenmine.
Wenn der oben ist, steige ich bloß ein und dann zu Kohle laden, Holz entladen und. Boah, das wäre doch so optimal. Haben wir keine Ingame-Musik? Nee, haben wir gar nicht. Okay. Müsste ich meine... Ach, warte, ich suche das jetzt nicht raus. Passt schon. Aber er muss kämpfen. Es ist nicht mal eben so Gas geben und schwupp schwupp. Aber mit Personenzug. Das ist doch cool. Wusste gar nicht, dass man gemischte Züge fahren darf. Weil hier in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, glaube ich. Da darf kein Material hinter einem Personenwagen. Ja, so ein, wie nennt sich das? Gepäckwagen. Paketwagen wollte ich sagen. Ein Gepäckwagen. Der wäre wohl erlaubt, aber das war es dann wohl auch. Ganz unheimlich heimlich. Huch, nein, da wollte ich nicht hin. Die gehen alles zur Brücke. Also haben wir keinen anderen. Das ist halt Mut. Dann brauche ich auch nicht rangieren. Weil ich habe ja vorher schon mal gespielt gehabt, habt ihr ja gesehen. Da hatte ich als erstes nämlich einen Wagen nach Ella. Ich habe doch eigentlich gar kein Dings angenommen da. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass ich dann auch mein Dings angenommen habe, dass er dann einen Wagen dahin bringt. Für da unten. Ihr wisst schon, was ich meine.
Interessant wird es, wenn es weitergeht. Bin gespannt, wie die Brücke fertig ist. Wie es danach aussieht. Müssen doch gleich da sein, ne? Ah, er bremst schon. Jo, da ist. Na, schaffst du das Bremsen? Haben es da angeschaffen. Ja, guck mal. Dann wollen wir bloß warten, bis wir ausgeladen haben, ne? Dann dürfte der eigentlich sogar weiterfahren. Fahren wir rein oder fahren wir gerade? Ne, wir fahren gerade. Passt schon. In der Zeit werde ich aber mal nach hinten fliegen. Jo, passt. Dann bleibt er nämlich hinten stehen. $17. Und wieder $17. Jawohl. Wie sehen wir denn aus, Finanzen? $28, $17. Jetzt haben wir 4200. 4100. Dann haben wir 100 und $45 gewonnen. Ja, ist doch mal. Ach, guck. Fährt sogar weiter. Ja, bis zum Ende der Weiche. Da will ich ja auch hin. Da kann er ja fahren. Brauchen wir aber nicht mehr so zu rasen, ne? 10 reichen dann. Ich hatte nämlich immer hier, für hier hatte ich Wagen. Quasi für hier. Hatte ich immer Wagen bei. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich wirklich da auf Tier 1 gestellt. Möglich ist es. Mein lieber Freunde, der erste Wagen war nämlich für hier. Deshalb wunderte ich mich jetzt, aber. Ne? So, jetzt sollten wir eigentlich stehen bleiben. Ja, er macht auch die Bremse. Das sieht lustig aus. Er haut auch die Bremse rein, jawohl. Und stopp. Super. Super gemacht. Finde ich cool. Ich finde cool, dass das so geht. So, dann machen wir mal hier eine Bremsung.
Und zack. Zack, zack. In die Lok. Da geht rein. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Und hopp. So, dann hauen wir die Weiche gleich auch wieder rum. Wenn er durch ist. Null, ne? Ja. Das fahren wir zurück. Fahren hinten drauf. Den Personenwagen lassen wir vorne stehen. Hupt doch wieder. Sag ich doch. Kurz, lang. Ja, langsam gewöhnt man sich dran. Ach so, Weiche. Da war ja was. Jetzt fahren wir bis hier hin. Irgendwie. Hängen wir den Wagen ab. Er wird nicht dran fahren, ne? Nee, macht er nicht. Muss auch mal neu bestellen. Es ist halt so. Hier müssen wir mal mitfahren. So.
cool. Es ist einfach so. Ich glaube ja, ich habe da Dings angehabt. Wie heißt es? Hier fängt es an. Wir sind so gut wie da. Gucken, ob er von alleine anhält. Denke mal schon. Sollte eigentlich. Ja. Okay, wir sind da. Ja, genau. Au. Ich ziehe mal besser zwei Bremsen fest, ne? Hier ist so ein bisschen abschüssig, ich weiß nicht, dass die nachher flitzen gehen. Wie sehen wir denn hier überhaupt aus? Kohle genug, Wasser auch genug.
Das ist wirklich so schwer, diese Scheißweiche zu erreichen, ne? Ach ja. Nee, 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 nee. So, bremse los. Ja. Ella und Dings. Okay. Nein. Dann machen wir was. Haha. Oh, der Zug kommt. Kann auch hier zu machen, so. Wo können wir denn mal sitzen? Ne, hier ist doof. Ach, da sitzen wir ja rückwärts. Irgendwo war doch hier ein Platz. So. Zieht dazu. Wäre jetzt noch schön, wenn die Türen offen. Naja, gut, wenn jetzt Leute wären, die. Naja, gut, man könnte ja erstmal welche hinstellen und die dann hier quasi sich in den Sitzen setzen. Ja, in die Sitze setzen. Oh, 30 Passagiere. Ja, gut. Dann. Ups. Und los geht's. Tschüss, Ella. Ja, dass man so was machen kann, finde ich cool. Ich fahre mit meinem eigenen Zug. Wo fahren wir denn hin? Keine Ahnung. Was steht so dort? Track Speed 30.
auch die Maus mal rein tun. Ja, zumindest die Gleise sind schon mal repariert, das ist gut. Ja, jetzt kriegen wir auch das Ding repariert. Das passt dann auch. Aber ich denke, den nächsten Zug werden wir... wie heißt es? Mal ohne Personenbahn fahren, also nicht doppelt. Obwohl... Ich weiß gar nicht, kriege ich da Geld für, wenn ich die da oben abliefer? Mal gucken, wir haben noch Zeit. Elder Station. Weiter Depot. Elder Station, ne. Ich muss dafür... Dafür muss ich bezahlen. Leistung. Okay. Aber ich habe da nichts für gekriegt. Nur für die Personenzug jetzt. Jetzt haben wir 30, ja gut, 30 Dollar. Ist doch schon mal was. Ja, das kannst du hier noch Laptop rausholen und Buchführung machen. Das ist schon Wahnsinn, ne? Weil es nicht so alles gibt. So, geht die Strecke aus. Ah ja. Ich will das natürlich. Die machen wir auch so. Ja, Ruhe. Oh ja, weit ist es nicht mehr. Ich bin mal auf die letzte, erste Landetour gespannt, wo wir fahren können. Auch mit dem Personenzug. Aber erstmal die Brücke, denn ich glaube drei Teile. Dreimal müssen wir Material runterbringen. Ja, Personenbahn lassen wir jetzt erstmal stehen. Sehr schön. Was wäre denn der nächste Milestone? Diesel Fueling Stand. Okay, aber wir machen erst die Brücke. So, wir sind da. Oh, Ach ja, so. Ja, ich komme. Ah ne, warte. Bremse war hier, ne? So. So. Oh, aua. Verschieben gekloppt. Nein. Ach, scheiß auf die Tür. Jetzt reicht's mir. Ist doch wahr. Tadam, tadam, tadam. So, ab zur Kohlenmine. Nee, zur Kohle. Wie heißt es? Dingsbums. Ja. Da vorne müssen wir mal kurz langsam fahren.
damit ich die Weiche legen kann für den nächsten Zug, und dann haben wir den nicht durch. Das ist ein bisschen schwieriger. Dann kann man das so machen. Ist doch doof. So. Wenn was da sein sollte, kann ja sein, dann ziehe ich das vor und dann tun wir mal Wasser und Dings füllen, aber ich glaube nicht, dass was da ist. Aber die andere Lok müsste fertig sein, ne? Gucken wir gleich mal. Na, morgen steh ich. Ich bleib mal hier vor der Kohle stehen. Genau, so. Könnte ich da auch bei Equipment gucken, ja? So. 100%. 100%. Jo, die ist fertig. Was haben wir denn? 38? Ja, komm, das passt noch. Dann machen wir das nochmal eben, ne? Dann ziehen wir die vor, machen wir voll Wasser. Dann probieren wir die neue Lok aus. Die stellen wir dann hier im Schuppen. Da ist ja kein Kohle und kein nichts drin. Man kann die zum Reparieren bleiben. Ich glaube, die brauchen nicht repariert werden, aber können wir trotzdem machen. Zumindest mal Wartung machen. Nee, reicht nicht. Das reicht aber. Das kann dauern.
Ja, cool. Hoch? Nein. Sieht aber wieder schick aus. Hat er gut hingekriegt. Ja, man sieht schon ein bisschen Wasser. Nein, nicht 3400, na ja gut. Habe mich jetzt gewundert, warum die links nicht fährt, aber. Wow, wie neu. Boah, besser wie neu. Na, sogar besser wie neu. Ja, Feuer haben wir schon. Okay, dann schauen wir mal. Fährt es schon? Ja, müsste eigentlich, ne? Ja. Oh, passt das gerade eben noch. Ja, so ist das.
Ich weiß nicht, für was die Lampen sind. Keine Ahnung. Warum die und welche man wie hinstellen muss. Ich weiß von nix. Ach so. Ja, alles klar. So, dann würde ich sagen, das war's dann. Und nächste Folge gehen wir dann einfach mal schlafen und gucken dann mal, ne? Also, bis dann, macht es gut. Danke fürs Zusehen und ja, der Himmel sieht düster aus. Könnte Regen geben. Na, schauen wir mal, ob wir Wetter hier schon drin haben. Ich weiß es gar nicht. Trotzdem, ich wünsche euch was. Bis dahin, macht es gut. Bye bye. Danke fürs Zusehen.